Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Voxel Tycoon. Ja, in den letzten Folgen haben wir auf Dieseltechnik geupgradet, riesige Züge gebaut mit neuer Cargo-Menge, die sie halten können. Warum der jetzt auch immer wieder rausfährt, voll. Das könnte daran liegen, dass beide voll sind. Ich glaube, den können wir dismissen. Den können wir, glaube ich, mittlerweile dismissen. Den brauchen wir für den aktuellen Stand nicht mehr. Ah ja, wir haben hier das Problem, dass... Oh fuck, warum fährt der denn? Nein! Wir haben jetzt ein Problem. Ich habe zwei meiner teuersten Züge vernichtet. Aber ich kann dir schnell wiederherstellen. Oh Gott. Und den hier tun wir gleich mal bearbeiten, der ist viel zu lang. Wir nehmen zwei von den Kisten locker raus. Der hat eine Länge von 302 immer noch. Warte mal, tue ich gerade die ganze Zeit. Oh, ich tue die ganze Zeit duplizieren. Also, ich hätte gern kürzer wie 250. Das passt. Dann können wir den Zug entfernen. Und beide wieder auf die Schienen lassen. Das kann auch nur mir passieren, ne? Was war der nochmal zuständig? Wo fährst du hin und wo bringst du Holz hin? Genau, wir haben extra für diesen ewig langen Zug... Oh, jetzt ist er zu kurz. Aber er hält ja trotzdem immer noch Massen. Ansonsten tun wir den zweiten wieder eintauschen. Aber das System macht es gleich auch gerade besser. Ist zwar massiv von der Fläche her, aber es ist auf jeden Fall besser, denke ich. So, okay, was habe ich denn als nächstes immer vor? Mein Mini-Transporter für Eisen zuständig hier. Kohle. Wollt ihr nicht mehrere von denen einsetzen, damit wir sozusagen eine gleichmäßige Verteilung des Nutzersystems haben? Irgendwas war da. So, jetzt schauen wir mal, ob die beiden wieder aufgefüllt werden können. Ansonsten tun wir eine zweite Dieselmaschine einsetzen, einfach. Würde ich sagen. So. Wir versorgen hier mit Steinziegeln. Aber irgendwie scheint es mit den Steinziegeln noch nicht so ganz zu klappen, kann es sein? Wo ist denn unsere Steinziegelmaschine? Da, oder? Relativ kurz eigentlich, ne? Bedeutet, es ist fragwürdig, ob wir nicht zwei von diesen Maschinen einstellen. Was ich jetzt auch einfach machen werde, weil wir haben gerade aktuell einfach das Geld. Let's go! Genau. Kann ich auch. So viel Züge. Das ist ja Katastrophe. Eieiei, shit, das sind massenweise Züge. Oh, ich sehe gerade. Ah, okay. Ja, da wird es noch ein bisschen staunen. Bis das alles. Fahr doch weiter, mein Jung. Achso, ja, weil er jetzt da steht. Fuck. Das ist auch kein System, was ausgelegt ist, genau für diese Arbeitsart. Zack, aufgefüllt. Die schneiden instant wieder nach. Das ist jetzt eher so gucken und überlegen, wie man es besser macht, ne? Also das Wichtige wäre, dass unser Steintransporter... Ja, okay, timingmäßig geht es ganz gut. Die müssen halt sich gut abgetimt hin und her fahren, ne? So, und wenn ich jetzt mal... Wo ist das Lager? Da ist das Lager. Aktuell 55 drin. Ich weiß gar nicht, wie viele Züge habe ich denn aktuell fahren. 44 drin, 33 drin, 22 drin. Und wir haben Stau. Geil! Kommt schon. Wir haben noch 11 drin, aber rein theoretisch wäre das Timing gut, wäre hier kein so verdammter Stau.
Da muss ich echt wieder überlegen, dass ich das zu einer Schiene mache. Und wie ich das am schlauesten anrichte. Weil jetzt staut er ja hier. Und jetzt fährt er weiter. Okay. Wir sollten auf jeden Fall eine erhöhte Produktionsleistung jetzt für hier oben haben. Und die Zahlen steigen immer noch in die richtige Richtung. Von daher alles gut. Sondern dieses Kreuz hier ist eine Katastrophe. Gebe ich offen zu, das heißt, habe ich Scheiße gebaut. Das ist ja das Problem, dass wir 3000 Zonen haben, die sich miteinander interacten hintereinander. Die Frage ist, ob das sozusagen auch ausgehend voneinander sich nicht treffen muss unbedingt. Wie jetzt zum Beispiel. Das wäre so ein perfekter Ablauf. Timingmäßig. Jetzt müssten irgendwo, da kommt wieder der Zug zurück. Problem ist diese Stelle hier. Oder ist es die Stelle? Zug 2 hat... Ja, okay, die machen aber auch kein Geld. Die sind jetzt zum Transportieren da. Aber eigentlich funktioniert der Ablauf ganz gut. Wenn wir uns das anschauen. Wir müssen halt mal sehen, wann das staunt. Oder warum es staut. Wahrscheinlich, das ganze System läuft ja eigentlich ganz gut. Und der ist jetzt im grünen Bereich, so wie wir das wollen, und macht gut Profit. Der macht gut Profit. So. Schauen wir mal nochmal in die Forschung, weil das ist ja so das Hauptziel von dem Game hier. Forschen. Und forschen und forschen. Ah, ich habe Gleise 3 automatisch gerade aktiviert und tue eigentlich... Ich brauche einen Eisenlieferant, wie scheint. Oder tue ich die ganze Zeit schon liefern? Nee, tue ich nicht. Wo ist mein Eisenlieferant für die Schiene? Dich vernichten wir mal. Wir brauchen einen Eisenlieferanten jetzt. Kaufen. Nehmen wir eine rote. Und ich wollte warten, bis ich Eisen habe. Ah, ja, da war was. Ich wollte einen kleinen, relativ kurzen Zug machen für die Eisenproduktion. So, und dann einfach den hier duplizieren. Dass er eine schöne Kapazität hat. 30, 60, 90, 105. 105 pro Fahrt, machen wir 130. Kaufen. Und der kriegt jetzt eine individuelle Route. Hier soll er laden. Und hier unten soll er entladen. Go. Ich finde die knuffig, die kleinen Züge. Wo fährt er hin? Leer. Moment, ich habe ja schon einen. Was war jetzt das Problem mit der Eisenproduktion? Oh, ich habe noch keinen Flow hingemacht. Das war das Problem. warte mal, das können wir ganz einfach richten, auf jeden Fall lagerweise. Wir brauchen... Ah, verdammt. Jetzt habe ich wieder umsonst die Sachen gemacht, weil ich was vergessen habe. Toll. Oh. Haben wir halt zwei Züge, die hier rumfahren. Ist auch wurscht. So, die Frage ist, wie kriegen wir am besten einen Teil ab? Am besten, indem wir hier in der Mitte splitten. Und das ist viel zu lang. Fuck. Teil wieder abreißen, na toll. Jetzt brauchen wir eine Brücke. Sowieso geht das. Oh Mann! Ich will doch bloß eine Brücke bauen, Leute.
jetzt schon wieder auf den Sack. Dann machen wir es an. Dann machen wir es halt so. Tunnel. Tunnel. Und jetzt kann ich hier nach da verbinden. Und dadurch wird die Verteilung jetzt... Ah, jetzt geht der Tunnel in die falsche Richtung. So. Die hohe Produktionsleistung sollte ja hoffentlich trotzdem reichen. Auto. Perfekt. Notfalls kann man das Ganze ja umdrehen und dann als Stop-and-Go-Lage sozusagen anwenden. So, und eigentlich kann ich jetzt dann einen meiner Züge abfangen. Wo ist denn der? Bleib stehen, du musst ins Depot, du musst ins Depot, du musst ins Depot. Schnell. Alle so, was ist los? Lass mich ran, das war aber auch ein topmoderner Zug, oder? So wie ich ihn kenne, hatte ich da schon topmodernes. Nee, das war ein. Oh, das war noch ein altes Modell. Oh, das war ein altes Modell. Müll, du warst altes Modell. Raus da. Der neue hält wahrscheinlich um einiges mehr, so oder so. Alter, schau dieses schöne Teil an. Alter, wie bummenvoll das sich macht. Oh, schön. Fahr, mein Kind. Miau, miau. Jetzt speichert das Spiel genau in dem Moment. Was soll denn das? Und wir kriegen das erste Eisen. Aber wir haben hier noch in die falsche Richtung, kann das sein? So, jetzt geht das Eisen raus. Und zum Verarbeiten. Schauen wir mal, wie schnell der das verarbeitet kriegt. Immerhin sind das jetzt 100 Eisen, die ein... Der Holzzug so, ne, ich fahr hier durch, hab keinen Bock woanders. Oh, Minus. Aber das wird hoffentlich gleich ganz schnell in den Plus sich verwandeln. Ja, schöne Zahlen. Nein. Ja, nein, ja. Schöne hohe Zahlen. Das Labor verarbeitet Gleise 3. Und währenddessen würde ich mal gerne schauen, was wir noch für Forschung offen haben. Kupferverhütung zum Beispiel. Dafür brauchen wir aber Kupfer. Glasherstellung brauchen wir Sand für. Und Dieselmotor 2 brauchen wir Eisen und Kupferkabel für. Eisen habe ich, Kupferkabel nicht. Gleise 3 mache ich gerade. Forschung 2 habe ich noch nicht. Und dann fehlt dir noch die Holzverarbeitung. Dafür brauche ich Holzbretter und Glasscheiben. Bedeutet, wir müssten mal schauen, ob wir irgendwo ein Gebiet kriegen. Weil wir haben jetzt ein Gebiet, wo wir massiv liefern. Und dadurch uns eine gute Grundstruktur bauen. Wir brauchen ein Gebiet mit Kupfer. Schalten wir dich zum Beispiel frei. Du hast Kupfer. Der hat... der hat tolle Nachfragen. Da können wir eigentlich eine Verbindung hinbauen. Den helfen wir doch. Bitte warten. Please hold the line. Sie werden in Kürze verbunden. Sei wahrscheinlich gleichzeitig beim Speichern gedrückt. Das Spiel hängt sich gleich, glaube ich, auf. Alter, ist die... Unten sieht man nur das Geld. Ah, perfekt. Alles klar. So, und ich brauche nur trotzdem eins. Muss ich euch retten oder geht's noch? Ich würde gern trotzdem noch ein Gebiet finden, wo ich Sand rausziehen kann. Hier, Sand. Und Holz. Oh, du schaust aber auch schön aus und du bist nah. Bedeutet, die Karte wird auch gekauft. Und dann tun wir da schöne Verbindungen hinsetzen, weil da kommen wir überall super hin. Aber wer Sand für mich hat, du, den sage ich nicht nein. Wenn ich das alles zur Zentralfabrik bringe. Oh, schön. Wir brauchen nur ein paar Züge, die das von A nach B transportieren. Dann da rein, raus, rein, raus, rein, raus. Und dann läuft es schon flüssig. Was ist jetzt passiert? Nein, wollte ich nicht. Da ist schon wieder ein Stau. Das war jetzt aber auch, weil hier es viel zu eng ist. Das habe ich jetzt auch gesehen, weil hier einfach viel zu enger Platz ist. Rein theoretisch müsste ich doch das nur ein bisschen shorten nach unten.
So, okay. Dann machen wir genau diesen Vorgang, weil hier ist es gleich nicht... Nein, oh, warte mal, das sind andere Sachen. Upp. Aber Leute, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst irgendwie einen Daumen nach oben da. Aber wenn ihr es noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.